Programmiermodus. Mit dem Programmiermodus deines IMRS Prime kannst du individuelle Anwendungen für verschiedene Benutzer für alle Applikatoren über alle vier Organuhren selbst vorprogrammieren. Wenn du zum Beispiel in einer klinischen Umgebung Anwendungen für Benutzer oder Patienten einrichten möchtest, die mehrmals eine PEMF-Therapie erhalten, müssen die Einstellungen für jeden Applikator über jede Organuhr nur einmal vorprogrammiert werden. Kommt der Benutzer oder Patient zu einer Anwendung, rufst du die bereits vorprogrammierten personalisierten Daten einfach im Steuergerät des IMRS Prime auf und wählst nur noch den gewünschten Applikator. Du kannst anschließend die Anwendung sofort starten, die von dir vorprogrammierten Parameter werden automatisch abgerufen. Klicke hierfür im Startbildschirm auf den Button Programmiermodus und anschließend auf den Button mit der Aufschrift Neuen Benutzer anlegen. Gib jetzt den Namen des Benutzers ein und eine kleine, individuelle Beschreibung zu dem Programm, welches du für den Benutzer erstellt hast. Ein Beispiel: Wir wollen für John ein Protokoll erstellen, weil er Schmerzen hat. Mit einem Klick auf Weiter gelangen wir zur Einstellung für den Hexagon-Med-Applikator. Zuerst werden wir alle vier Organuhren vorprogrammieren, beginnend mit morgens. Für die Hexagon-Matte können wir hier die Anwendungszeit und die Intensität einstellen. Ist dies erledigt, können wir bei Bedarf das optional erhältliche Hexagon-Sense hinzufügen, wenn es an der Connector-Box angeschlossen ist. Auch die Gehirnwellenstimulation mit Hexagon Brain kann zusätzlich aktiviert und voreingestellt werden. Tippe hier auf den Button Gehirnwellenstimulation und ein kleines Fenster öffnet sich. Wird die Brille aktiviert, kann man hier die Ausgabefarbe über die 1 bis 255 RGB-Skala generieren. Tippe jeweils auf das dazugehörige Plus- oder Minusfeld und die Mischfarbe erscheint im nebenstehenden Farbfeld. Wenn du es dir einfacher machen willst, klicke auf dieses Feld und ein Farbkreis erscheint auf dem Display. Durch Tippen auf den Kreis kannst du die gewünschte Ausgabefarbe direkt auswählen. Jetzt kannst du wählen, ob du Musik oder Tonfrequenzen mit abspielen möchtest. Musik kann nur wiedergegeben werden, wenn diese bereits vorher auf das IMRS Prime Steuergerät hochgeladen wurde. Diese Funktion wird in einem separaten Video erklärt. In unserem Beispiel fügen wir keine Musik, jedoch die Tonfrequenzen hinzu und klicken anschließend auf Weiter. Das IMRS Prime schaltet jetzt auf die nächste Organuhr um. In diesem Fall Mittag. Bei der Einstellung der Lokalapplikatoren Hexagon Pad und Hexagon Spot gibt es keine Hexagon Sense Auswahl, da diese Funktion nur mit einer unserer Ganzkörpermatten, entweder Hexagon Med oder Hexagon 4, aktiviert werden kann. In gleicher Weise stellst du alle Applikatoren mit allen vier Organuhren ein und siehst anschließend eine Übersicht über alle Parameter, die jetzt für den Benutzer John programmiert sind. Du siehst die Organuhren, die Applikatoren und die Anwendungseinstellungen, die mit jedem Applikator und jeder Organuhr vorprogrammiert sind. Du kannst ebenfalls sehen, ob die Gehirnwellenstimulation mit der Hexagon Sense Brille aktiviert ist und welche Farbe über die RGB-LEDs ausgegeben wird. Wenn du alles überprüft hast, tippe auf Weiter, der Benutzer wird gespeichert und kann nun jederzeit abgerufen werden. Wenn du eine Anwendung für John starten möchtest, gehe einfach im Startbildschirm auf den Programmiermodus und drücke in der entsprechenden Zeile die Play-Taste. Danach musst du nur noch den Applikator auswählen, auf Weiter drücken und die Anwendung starten. Das IMRS Prime ruft nun die personalisierten Parameter für John ab. Du kannst jederzeit auf die Anwendungsinformationen zugreifen, indem du auf die Schaltfläche Informationen tippst. Falls du eine Änderung an einer Einstellung vornehmen möchtest, zum Beispiel am Pad-Applikator für die Mittagsorganuhr, dann tippe auf das Symbol mit dem kleinen Stift. Tippe so lange auf Weiter, bis die gewünschte Organuhr und Applikator angezeigt werden. Ändere den Wert und tippe danach so lange auf Weiter, bis du wieder in die Benutzerübersicht gelangst.
Das Protokoll ist aktualisiert, du kannst wiederum mit der Informationstaste überprüfen und sicherstellen, dass alle Parameter korrekt eingestellt sind. Um einen Benutzer zu löschen, tippe einfach auf das Abfalleimer-Symbol. Das System wird dich fragen, ob du den Benutzer wirklich löschen willst. Wenn du auf Löschen tippst, wird der Benutzer endgültig gelöscht. Das IMRS Prime besitzt eine ausreichend große Festplatte, es ist daher kein Problem, 10, 20 oder sogar 100 Benutzer zum Programmiermodus hinzuzufügen.